Ich grüße euch. Hallo Leute. Heute möchte ich euch mal beraten bei dem Kauf einer Trommel. Wenn ihr vorhabt, euch eine Trommel zu kaufen, gibt es doch einiges zu beachten. Und weil ich werde immer wieder gefragt, hey Ingo, ich will mir eine Trommel kaufen. Wo bekomme ich eine gute Trommel her und wie geht das am besten? Ja, da ich schon viele Trommeln mir gekauft habe und die vielen Unterschiede schon kennengelernt habe, werde ich euch mal ein paar Dinge dazu sagen. Zuallererst, wenn du dir eine Trommel kaufst, ja, sie muss dir ins Herz sprechen. Das ist das Wichtigste. Ja, du kaufst sie und du siehst sie, bevor du sie kaufst, du siehst sie, spielst sie und hörst sie und merkst, oh wow. Ja, und wenn das nicht stattfindet, wenn da nicht dieses oh wow, dann ist es die wahrscheinlich nicht. Dann legst du lieber nochmal einen Moment beiseite, vielleicht überschläfst du es noch eine Nacht, ja, und gehst am nächsten Tag nochmal hin. Aber in meisten Fällen ist es so, du siehst die Trommel, spielst sie, selbst wenn du noch nicht spielen kannst, du schlägst eben drauf und denkst, oh, wow. So, diese hier, diese Bugarabu, das ist meine erste Handtrommel gewesen, die ich mir gekauft habe. Vorher habe ich 16 Jahre lang Schlagzeug gespielt und 98 begann ich dann habe ich mich dafür entschieden, halt Djembe und Handtrommeln zu spielen, mit meinen Händen zu spielen. Und ich ging in eine Weltladen und da stand sie. Sie hatte damals noch ein anderes Fell, aber ihr Klang ist jetzt immer noch genauso. Die hat ein anderes Fell jetzt drauf, ne? Sogar noch mit Haaren, ne? Wurde mir geschenkt. Und ich bin da ran. Ja, und war so verzaubert von diesem Klang. Dachte mir, wow, das ist meine Trommel. Ja. Ich konnte das noch gar nicht so bedienen. Ja. Ich war halt Schlagzeuger, Drummer. Das ist eine andere Geschichte als Handgetrommle. Ja, dann, die war ziemlich teuer damals für meine Verhältnisse. So, die hat 350 Mark gekostet. Und ich zu dem Verkäufer, hey du, das ist meine Trommel, die will ich haben. Ich habe nicht so viel Geld, ich lasse meinen Ausweis da. Kann ich das in Raten zahlen? Und normalerweise machen die sowas gar nicht, aber er hat es getan. Und dann hatte ich diese Trommel. Und diese Trommel war meine Eröffnung zu dem ganzen Getrommel auf Djemben und Bugarabus etc. Und das ist wichtig, dass wenn du dir eine Trommel zulegst, dass die dich berührt und sagt, okay, weil das wird deine Begleiterin, ja, dein Begleiter, deine Begleiterin. Die Trommel ist das Instrument, wodurch du dich ausdrückst, ja, wo deine Seele, dein Spirit sich durch dich ausdrücken, ja, deine fantastischen Ideen, deine Emotionen, ja, dein Herz drückt sich durch deine Trommel aus. Es ist ein Instrument, ja, ein Instrument. Habe ich das zweimal gesagt? Okay, es ist ein Instrument, dreimal. Ja, du drückst dich dadurch aus, deswegen muss die Trommel dir gefallen. Mach keine Alternativkäufe, tu das nicht, weil du wirst nicht lange auf der Trommel Spaß haben oder überhaupt gar keinen Spaß haben. Ja. Du wirst nicht die Trommel musste dir sprechen. Ja. Dann warte lieber oder geh weiter. Es gibt genug Trommeln auf dem Planeten. Und eine Trommel wartet ganz gewiss auf dich. Und das ist erstmal das Wichtigste. Die Trommel muss dich ansprechen, muss dir wirklich gefallen. Mach da gar keine Abstriche, lass dich von niemandem bereden. Auch nicht vom Preis. Ja. Und denke nur nicht, weil eine Trommel günstig ist, dass sie vielleicht schlecht ist. Nein, oder denke nur nicht, wenn sie zu teuer ist, dann zahlst du sie eben in Raten oder leistest das Geld irgendwo. Aber mach überhaupt keine Abstriche. Kauf dir das Instrument, womit du dich wohlfühlst. Was dich anspricht. Und nun ein paar Hinweise zum Kauf. Wir haben unterschiedliche Materialien, unterschiedliche Hölzer. Wir haben Harthölzer unterschiedlicher Art und wir haben Hölzer, die weicher sind. Ja, zum Beispiel die Trommeln aus Ghana zum Beispiel, habe ich sehr viele hier. Das ist ein weiches Holz. Ja, da kannst du mit dem Fingernagel kannst du da im Prinzip reinritzen. Ja. Und einige Webseiten
beschreiben das, dass man nur die Hartholztrommel nehmen sollte, weil nur die gut klingen. Aber das stimmt nicht. Das ist vielleicht, wenn man aus einer Tradition kommt und Afrikaans spielt. Also wenn du Afrikaans, wenn du so bist, so traditionell veranlagt, ja, dann klar, dann nimmst du halt eine aus Westafrika. Ja, eine mit hartem Holz. Ja, natürlich, ich habe auch solche da. Und die klingen natürlich boing, ja. Pfeffrig, ja. Gerade wenn du Solos spielst, das ist voll, voll geil, ja. Aber das will gar nicht jeder. Ich wollte, als ich anfing mit Trommeln, mit Djembe, wollte ich überhaupt keine knallige, spritzige Trommel. Ich wollte eine warme, weiche Trommel. Und nun die Verarbeitung. Wir haben zum Beispiel, hier sieht man das sehr gut. Ich kann mal ein bisschen näher kommen. Hier siehst du diesen Strich? Das ist der Hinweis auf das Rückenmark, auf die Wirbelsäule. Nicht auf das Rückenmark, sondern auf die Wirbelsäule. Das heißt, ein gutes Fell, also das einzig richtige Fell wahrscheinlich, nee, auch nicht unbedingt, aber ein gutes Fell besteht aus dem Teil des Rückens des Tieres, wo die Wirbelsäule, weil das ist das vom Fell die stärkste Seite. Ja. Manchmal, es gibt auch so günstige Trommeln, manchmal auch Billo-Trommeln, die so vielleicht von der Seite das Fell genommen wurde. Ja. Von hier, das ist klar, das ist eine viel weichere Haut. Ja. Das ist auch okay. Ich habe auch solche Trommeln da. Auch das funktioniert. Ich würde daraus keine Schwarz-Weiß in die Erde, in den Marmor gemeißelt machen. Nein. Aber wenn du eine Trommel haben willst, wenn das Fell, wenn du weißt, es hält wahrscheinlich am längsten, dann nimmst du eine Trommel, die mit dem, wo du die Wirbelsäule siehst, ja, so. Ja. Dann zum Bau. Also die Schlagkante sollte gleichmäßig gearbeitet sein. Sollte, muss aber nicht. Weil es hat wieder ganz interessante Effekte. Es kommt eben darauf an, was du spielen willst und wie du spielst. Für mich ist es wunderbar, wenn die Trommel auch unterschiedliche Töne erzeugt aufgrund der Bauweise, weil sie eben so ein bisschen uneben, weil sie uneben gebaut ist, weil sie oben nicht richtig schön gleichmäßig abgeschliffen ist. Das ist natürlich toll, ja, das ist wow hier. Und eine runde Schlagkante ist auch gut. Das ist wichtig, weil für langes Spielen, das schmerzt nicht so in die Hände. Das ist nicht so ermüdend. Das ist schon toll, ne? Ganz schön pfeffrig, so ein Teil. Also, das ist schon wichtig, dass das Fell sollte keine Löcher haben und keine Risse. Es gibt unterschiedliche Felldicken, ja, 1 mm bis 3 sogar. Dann auch wichtig, und was heißt wichtig? Du kannst darauf achten, kannst gucken, dass die gut gearbeitet ist, dass die keine Risse hat hier irgendwie. Das würde ich nicht unbedingt machen mit den Rissen. Du kannst, habe ich hier eine Seite? Ne, habe ich ja nicht. Aber ich hatte schon so eine Trommel. Wenn die einen Riss hat, dann nimmst du dir halt, gehst in den Baumarkt und holst dir ein bisschen so ein Metalldings mit 2 Löchern und machst es rein mit 2 Schrauben, ja, bumm, und dann hält er, ist es auch okay. Ja. Wenn die Trommel es ist, die zu dir spricht und die hat unten einen Riss, okay, dann ist es die. Nimm die. Sie muss erstmal zu dir sprechen, ja. Mit den perfekten Wahnsinnstrommeln. Es ist so, es ist so. Vielleicht spricht die gar nicht zu dir. Es muss gar nicht sein. Ich habe so viele tolle Trommeln, die uneben gearbeitet sind. Ja. Was noch? Die Schnüre, das ist auch ein wichtiges Ding. Das sollte ein dickes Seil sein. Es gibt unterschiedliche, manchmal sind die sehr, sehr dünn und dann lässt die Spannung schneller nach. Ja. Ist nicht so schlimm, spannt man sie eben nach. Ja. Die Trommeln kosten so ungefähr, die finde ich, so kann eine Trommel kosten so 100, 140, 200, 400, 600. Und nach oben hin, sicherlich gibt es ja noch ein paar mehr. Ne? Klar, wenn du eine extra Anfertigung hast, ne, mit deinem Lieblingsseil, wie ich hier, das wurde mir ja geschenkt hier mit meinem violetten Seil, ne, das kostet ein bisschen mehr. Ne? Oder ein spezielles Fell. Und eine spezielle Fellfarbe, ne, und so weiter, bestimmte Schnitzungen, ne. Und handgefertigt nur für dich, ja, das kostet dann natürlich. Es gibt tolle, tolle Shops, die man auch im Netz
finden kann. Ne? Da gib einfach Djembe kaufen ein. Und ich kann da vielleicht, vielleicht mache ich ein paar Links unten rein, so wo du in die Beschreibung, wo du dann einfach sehen kannst. Ich empfehle dir einfach ein paar Shops. Ich habe dort noch nie gekauft. Ne? Ich habe einen Kollegen aus Ghana, der mir die Ghana-Trommeln halt containerweise mitgebracht hat. Ansonsten habe ich im Netz einzeln welche gekauft, hier und da. Ich habe viel bei Privatpersonen abgekauft, Trommeln. Das mache ich nach wie vor immer noch, auch auf eBay Kleinanzeigen. Ja, Leute, die sagen, ich will nicht mehr trommeln, ne, ich habe aber eine tolle Djembe hier rumstehen, mache das auch. Ich hab einige von eBay Kleinanzeigen und da gibt es ein paar ganz schöne Stücke dabei. Geht mal hin, trommelt die, merkt, oh, du bist es. Ja, komm, dich nehme ich mit. Ich habe inzwischen eine große Anzahl von Trommeln, also meine ganz persönlichen Trommeln. Und dann habe ich hier, wissen Sie, habe ich 240 Trommeln rumstehen. Die brauche ich alle für meine Workshops, für meine Team-Drums. Ja, und jede Trommel ist anders. Es gibt auch Trommeln, die haben einen Kunstkörper, wie diese hier. Ja, die heißt Black Mamba. Black Mamba. Und das ist interessant, wenn du draußen spielst. Ja, die hat nochmal einen anderen Klang. Ein bisschen anders. Ich mag es. Ja. Ich mag die Diversität, ich mag die Unterschiede. Ja. Ich weiß nicht, ob das jetzt hier so per Video so gut rüberkommt, aber die klingt ein bisschen wie, als würde man auf so ein bisschen eiriger. Ein bisschen, der Ton ist ein bisschen blöd, ja. Es ist interessant, weil der erzeugt ganz andere Emotionen, da kann ich ganz andere Dinge damit spielen. Ne? Ist toll. Das gibt auch Trommeln, die haben ein Kunstfell, finde ich auch toll, klingt nochmal anders. Und das Schöne ist da, die kannst du auch bei Regen spielen, das ist fantastisch. Ja? Das ist, als ich mir die kaufte, dachte ich, es wäre ein Kunstfell, weil ich wollte draußen im Regen spielen. Ne? Aber ich werde mir noch so eine kaufen, die ist immer recht kostspielig und so unbedingt habe ich es bisher noch nicht gebraucht. Ne? Ich wohne hier nicht in einer regenreichen Zone. Ja, dann zeigst du noch ein paar kleine Trommeln, so auch aus Ghana. Und die sind fetzig, ja, die klingen toll. Also das ist schön, das ist ein warmer Klang. Ja. Und so weiter. Also das ist jetzt ein sehr offener, hallender Klang, ne? Und wenn du so trocken willst, da ist natürlich so ein Gerätchen hier. Oh, die sind auch richtig schwer mit dem Hartholz. Das ist eine Hartholz-Djembe hier, die ich jetzt gerade in meiner Hand habe. Die sind echt ganz schön schwer, ne? Das ist schon das. Auch geil, also klar, aber da ich für meine ganzen Workshops, ich bin ständig unterwegs, fahre ständig mit Firmen etc. Unterricht, Workshops. Und das ist natürlich praktischer, die Ghana-Djembe, die sind viel leichter. Ja. Und wenn du so einen trockenen Sound eher willst, dann ist eine Westafrika-Djembe schon passender, die ist anders gespannt. Ne. Und so fort. So, habe ich alles gesagt. Das Wichtigste, die Trommel muss ich ansprechen. Das ist das Wichtigste. Dann das Fell muss ganz sein, ohne Löcher, mit sichtbarer Wirbelsäule. Das empfehle ich dir tatsächlich. Runde Spielkante. Die Seile, dicke Seile, also nicht nur Schnüre. Was gibt's noch? Ja, das war's eigentlich, ja. Das war's. Mehr habe ich dazu nicht zu sagen. Falls mir noch was einfällt, schreibe ich es einfach in die Beschreibung rein. Ja. So, dann wünsche ich euch und dir viel Spaß beim Trommeln. Viel Spaß mit deiner Trommel, mit deiner Liebesbeziehung zu deiner Trommel. Hm. Ah, die Liebesbeziehung zu deiner Trommel. Meine Trommeln haben auch einen Namen. Ich mache auch Trommeleinweihungen. Das kann ich dir auch empfehlen. Ne? Geh mit deiner Trommel wirklich eine Beziehung ein. Sie verändert ihren Klang. Umso mehr du mit ihr wirklich zusammenarbeitest. Ja. Also wenn sie nicht mehr nur ein Ding ist oder so ein Gegenstand, sondern
wenn sie lebendig wird, ja. So wunderbar. Ah, Bugarabu, Bugarabu. Die erkennt man daran, die Bugarabus haben eine andere Schnitzweise als die Djembe. Ja? Die haben unten meistens so einen Ring und so länglich durch und haben schön tiefe Töne. Ich habe mehrere Bugarabus. Auch das ist eine. Auch da hat interessanterweise auch ein Fell mit Fell noch oben drauf, also unrasiert. Ja? Hatten wahrscheinlich gerade keine Rasierklingen da. Nee, Quatsch. Ja, das ist auch eine Bugarabu. Und die ist auch so ein warmes Ding. Ja, das ist toll. Ne? Und die habe ich auch nicht so hochgespannt, weil ich mag es halt bassig. Also, dann wünsche ich dir und euch viel Spaß und alles Gute. Wenn ihr Fragen habt, schreibt mir eine Nachricht. Ja. Ich berate euch auch gerne. Ich bin Ingo Gutmann und wünsche euch einen schönen Tag.